Nächste Wende im Tauziehen um Alexis Sanchez. Mit unglaublich hohen Gehaltsvorstellungen hat sich der Offensivstar des FC Arsenal beim FC Bayern offenbar ins Abseits gepokert. Angeblich will Sanchez damit einen Transfer innerhalb der Premier League erzwingen. Wie der Mirror berichtet, soll der Chilene ein Jahresgehalt von umgerechnet rund 25 Millionen Euro verlangen. Damit wäre Sanchez sofort der Topverdiener beim Rekordmeister. Eher unwahrscheinlich, zumal er wohl weiterhin einen Transfer zu Manchester City bevorzugen würde. Die Gunners hatten zuletzt einem möglichen Wechsel zu einem direkten Ligakonkurrenten aber eine Absage erteilt. Stattdessen würden sie Sanchez eher bis Vertragsende im kommenden Jahr halten, als einen Ligarivalen zu stärken. Ein weiteres Jahr wird es auch für Jaroslav Drobný beim SV Werder Bremen geben. Der Vertrag des 37-jährigen Tschechen lief am Saisonende aus. Nun gab es für den Routinier einen neuen Einjahreskontrakt. Längerfristig möchte sich nun wohl Jürgen Klopp die Dienste von Pierre-Emerick Aubameyang sichern. Demnach soll der FC Liverpool stark an einer Verpflichtung des 28-Jährigen interessiert und sogar bereit sein, die 70 Millionen Euro Ablöse zu zahlen. Unter Klopp feierte Aubameyang nach seinem Wechsel vom AS Saint-Étienne im Sommer 2013 sein Bundesliga-Debüt und schnürte gleich einen Dreierpack. In den 2 Jahren unter Klopp entwickelte sich Aubameyang zum absoluten Leistungsträger beim BVB. Als möglicher Nachfolger gilt Alexandre Lacazette, an dem die Dortmunder wohl weiterhin gesteigertes Interesse zeigen. Allerdings buhlen auch die Reds um den Franzosen von Olympique Lyon als mögliche Alternative zu Aubameyang.